sehen hier gerade das Finale von Schulbänker. Das heißt, alle 20 Teams, die auf ihren Fernplanspielmärkten gewonnen haben, dass sie über die letzten 3 Monate gespielt haben, die sind jetzt hier live in Berlin im Bankenverband und spielen gegeneinander. Also die sehen sich das erste Mal live. Das sind 85 Jugendliche aus Bayern, aus Baden-Württemberg, aus Hessen, aus Brandenburg, aus Sachsen-Anhalt, aus dem Saarland, aus Mailand, aus Österreich sind 2 Teams angereist. Dann gibt es immer wieder kleine Pausen, in denen sie gebrieft werden, in denen es ein Ranking gibt, in denen es einen Interbankenhandel gibt. Das heißt, sie können sich von einer anderen Bank Geld leihen und Kredite abschließen untereinander. Also das ist auch nochmal eine Neuerung. Das heißt, sie kommen auch miteinander ins Gespräch. Es geht hier auch ganz viel um Teamwork. Wir freuen uns, hier zu sein und euch allen viel Glück. Und hier sieht man eine Bank. Sieht direkt aus, jeder kennt uns, wir kennen aber keinen. Also, was ist die Bank eures Vertrauens? Die Verhofsbank. Es geht darum, ein Unternehmen zu leiten und in unserem Fall ist das natürlich eine Bank. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler bekommen einen Einblick, wie ein Unternehmen, in dem Fall eine Bank, eben funktioniert. Damit lernen sie fürs Leben, sie lernen wirtschaftliche Zusammenhänge verstehen und sie lernen Teamwork tatsächlich. Darum geht es uns ganz, ganz besonders. Ich sage euch nur ganz grundsätzlich, wir mischen euch. Ihr macht dieses Spiel nicht alleine in eurem Team, sondern gemeinsam mit einem anderen Team. Und die Teamaufteilung, die gebe ich jetzt gleich bekannt. Genau, dann haben wir ein Überraschungsspiel eingebaut. Das ist am zweiten Tag, wenn Sie sich schon mal ein bisschen beschnuppert haben, denn dieses Spiel findet teamübergreifend statt. Wer baut das höchste Hochhaus? Und zwar aus 6 Blättern, die Sie bekommen, müssen Sie nur mit Hilfe von Schere, Prittstift und Tesafilm das höchste Hochhaus bauen. Oh no, no, perché non posso andare a fondo. Cioè, non mi posso... Da sta... Sì, sì, sì. Darf ich mir nicht mehr? Nee, du musst was. Ja, ja. Das war... Zitter wie ein Zitteraal. Das Team von euch, das das höchste Hochhaus gebaut hat, das war nicht so. Erhält ein Kunststift zu Kosten was soll das der Werbung in Höhe von 300 Euro. Und tatsächlich ist das höchste Hochhaus heute 2,80 Meter geworden. Man muss sich das mal vorstellen. Also eine irre Leistung. Denn ihr steht heute im Mittelpunkt. Es ist eure Preisverleihung, es ist eure Veranstaltung. Ihr seid sozusagen die Stars des Tages.
gekommen und ich war total aufgeregt und mir hat einfach alles Spaß gemacht. Es ist Stella Magna Capital vom International Business College Hetzendorf in Wien. Von allen Spielen, die ich bis jetzt gespielt habe, von Strategiespielen und so, diese Schulbänker war das schönste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Diese Neugier, die ihr da habt, heute an den Tag gelegt, bei solchen Sachen mitzumachen, bewahrt sie wirklich in eurem ganzen Leben. Immer nach vorne schauen, Dinge ausprobieren. Es muss ja nicht alles gefallen, man muss auch nicht immer gewinnen, aber einfach dabei sein und neue Dinge auszuprobieren, glaube ich, das ist der Geist, der uns auch in Zukunft auszeichnen wird.